Firma gibt es seit 1995. Wir haben damals entschieden, wir werden Kaffeeröster. Haben dann da ein Stück Grund gekauft von der Gemeinde und sind gestartet. Richtig losgegangen ist bei uns dann, sobald ich angefangen habe, meine Fortbildungen. Ich war der erste Kaffeesommelier in Italien. Wir haben uns dann eigentlich schon von Beginn und eigentlich haben wir schon in der Qualität verschrieben. Wir haben immer auf die Qualität geschaut, möglichst Kaffees einzukaufen, wo es ein bisschen Geschichte dazu gibt, der Transparenz dazu gibt. Und das haben wir eigentlich bis heute durchgezogen. Und bei uns geht es jetzt momentan ganz stark in die Qualitätsschiene. Ja, wir haben mittlerweile ein riesiges Sortiment. Wir haben viele Kaffeemischungen, die ja schon bestimmte Kaffees brauchen. Aber dann haben wir auch mittlerweile sehr viele sortenreine Kaffees. Es ist so, Kaffee macht Gott sei Dank jetzt eine große Entwicklung. Jetzt Kaffee war ja so ein Produkt, man hat es einfach getrunken und kein Mensch hat irgendwas über Kaffee gewusst und keine Unterschiede. Kostet ja überall alles gleich viel. Vor allem in Italien soll ja jede Tasse Kaffee gleich viel kosten und das geht ja eigentlich gar nicht. Aber das natürlich ist auch die ganze viele Aufklärungsarbeit, was jetzt letztendlich gemacht wurde über Kaffee. Es gibt ja qualitativ riesengroße Unterschiede und jetzt langsam kommen die Kaffeegenießer raus, die sagen, ich gebe ein bisschen was aus für einen guten Kaffee, aber ich will auch was Spezielles. Es gibt ja in der Hotellerie oder Gastronomie viele Artikel, wo Spektakel drum gemacht wird, ums Essen und um Weine. Und Kaffee wurde eigentlich immer vernachlässigt. Deswegen, Kaffee ist ein riesengroßes Gebiet. Das fängt an beim Produkt selber, beim Rohkaffee, über das kaum eigentlich jemand spricht, hin zum maschinentechnischen bis zur richtigen Zubereitung und dann vor allem auch der ganzen Erklärung dem Gast. Deswegen sage ich mal, Kaffee fängt an bei der guten Qualität. Also ohne gute Qualität gibt es natürlich in der Tasse auch keine gute Qualität, aber das muss richtig zubereitet sein. Deswegen, man kommt da nicht drum herum, auch die Mitarbeiter gut auszubilden. Jetzt mittlerweile sind wir auch viel in die Hotelfachschulen unterwegs, um die Leute schon gut auszubilden. Dann maschinentechnisch natürlich muss man gut ausgestattet sein und man kann aus Kaffee ja richtig was Tolles machen. Wir sind in Südtirol, mittlerweile kennen uns alle. Wir haben ja ganz viele Besucher bei uns, viele Gruppen, deswegen da bei uns kennt man Caroma. Aber mittlerweile haben wir auch Nachfrage eben vom Trentino und auch von Österreich. Wir haben ja in Österreich schon bereits ein paar Kunden, vor allem in Innsbruck. Und natürlich, wenn man nach Innsbruck sowieso schon fährt, dann will man natürlich auch ein bisschen das Ganze erweitern. Und deswegen sind wir jetzt das erste Mal auf der Fafka mit dabei. Und weil wir gesehen haben, dass eben viele auch nach guter Qualität, Kaffeequalität fragen. Und deshalb wollen wir das auch mitmachen.